Servus Leute, wir sind hier in dem geheimen Werkstätte. Bla. von Team Flair und wir gehen hier der ganzen Kriminalitätssache nach. Und haben hier uns doch letztens einiges durchgelesen. Interessante Sachen. So, jemanden im Pokéball. Wie geht's jetzt weiter? Wie sieht's aus? Hast du etwas Gutes gefunden? Vielleicht ist ja irgendwas in den Bücherregalen versteckt, also außer der Bücher, meine ich. Hier gibt's bestimmt was, was sich zu finden lohnt. Du musst nur also gründlich durchkämmen. Okay. Habe ich jetzt nicht schon alles abgeklappert? Ja, das brauche ich nicht mehr durchlesen. Okay. Ja, da braucht man nicht auch mal sagen. Da muss es irgendwo hier etwas sein. Ach so. Oh, was vergessen. Endlich ist alles bereit. Mit den Tests zu starten, ohne Problem. Keine Erfahrung als Pokémon-Trainer. Ich habe keine andere Wahl. Erstmal Grundlagen vertraut machen. Ich habe mir vorerst meine Pokémon überlassen, um mir das Trainerhandwerk beizubringen. Doch anstatt zu kämpfen, wollen sie nur mit dem Mädchen spielen. Ein höchst untypisches Verhalten für meine Pokémon. Ich würde diesem interessanten Phänomen gerne auf den Grund gehen. Dazu fehlt mir die Zeit. Ich werde die Fernsteuerung des Anzugs nutzen, um mit den Tests beginnen zu können. Okay. Sag mir halt gleich, dass es hier etwas gibt. Ja, gut. Nein, nichts Supertraining. Ach ja, wie Shinoa einfach so schläft. Wo gibt's denn hier etwas? Das habe ich ja auch schon alles durchgelesen. Ich bin verwirrt. Was willst du von mir spielen? Soll ich irgendwas... Ich hab doch alles abgeklappert, ey. Oder gibt's hinten auch irgendetwas? Ich weiß nicht. Hallo? Echt? Hier gibt's... Achso, aber die Pokebälle gehören sicher jemandem, was? Ich habe Meister Lebel versprochen, mich zu verbessern. Also kann ich die Pokebälle aller nicht mehr klauen. Schade. Schade. Feierabend! Yay! Oh, ich habe endlich Feierabend. Dann mache ich mich mal vom Acker. Mach's gut, Sebe. Man sieht sich. Ja, gut. Und jetzt? Oh. Warum gab es dieses eine Mal eine Fehlfunktion bei der Fernsteuerung? Wie der mich einfach ignoriert. Sollte ich ihr Bewusstsein vielleicht kontrollieren, anstatt es nur schlafen zu schicken? Das wäre wohl zu einer großen Belastung für mit dir. Oh mein Gott, du bist dieser Junge von neulich. Verstehe, du bist derjenige, der unseren Test gestört hat. Also gut, dann wirst du Teil meines nächsten Experimentes. Wenn es Spritten Power Suit gelingen sollte, dich zu besiegen, ist das Beweis genug für mein wissenschaftliches Genie. Ich darf nicht so laut singen, weil es ist schon 23:30 in der Nacht. Komm her, Esprit! Los, kämpfe! Kämpfe gegen Esprit! Ich schau einfach. Nee, kein Bock. Wir können wirklich weggehen. Okay. Einfach so. Nee, kein Bock, ey. Okay. Beginne Pokéball-Hacking. Virus wird eingespeist. Hey, 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 hey. Aber das frage ich mich wirklich. Was hat das auf sich mit diesem Pokéball-Hacking und mit Pokébällen? Hm? Das frage ich mich hier jetzt ernsthaft, weil... Kann man Pokémon nicht so gesehen einfangen ohne Pokébälle? Können die kein Teammitglied sein, wenn sie nicht in Pokébällen sind? Was, wenn man sie nicht in Pokébälle drinnen hat? Fragen über Fragen hier. Es ist auf jeden Fall interessant.
Vielleicht gibt es da schon irgendwie eine Story dahinter. Vielleicht den Pokémon Kolosseum oder irgendwie sowas, ne? Aber an das Spiel kann ich mich eigentlich überhaupt nicht mehr erinnern. Was ich natürlich irgendwann nachholen möchte. Aber... keine Ahnung. In Pokémon Ranger mit den Kreisel einfangen. Da beruhigt man die Pokémon etwas. Also scheint das schon irgendwie etwas zu bewirken, wenn man sie einfängt. Es wäre auf jeden Fall mal interessant, wenn man da eine Story macht damit. Würde ich hier an dieser Stelle sagen. Gut gemacht, Dionys. Gut gemacht. Ja, das ist ordentlich Schaden, aber trotzdem gut gemacht. So, was ist jetzt? Du hast keine Schnitte gegen mich. Es kommt eben keiner mehr an hier. Gegen mich. Tja, ich hab dich besiegt. Und dieser Trainer hier gibt uns immer noch Geld. Warum auch immer. Wunderbar. Wirklich wunderbar und beeindruckend. Aber Esprits Fähigkeiten sind noch lange nicht ausgeschöpft. Los, Kämpfe! Kämpfe gegen Esprits! Okay. Beginne bla bla bla. Ach so, sie macht es bei ihren Pokébällen jetzt so gesehen. Ach so, ich hätte gedacht, die versucht jetzt mir irgendwie hier die Pokémon wegzunehmen. Aber das muss ich auch sagen an dieser Stelle. Es ist gar nicht so einfach versuchen laut zu singen oder so hoch zu singen, aber gleichzeitig irgendwie langsam zu sein, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn ich du wäre, würde ich hier jetzt einen Hypercritical Hit irgendwie vorziehen. Aber nein, du wirst jetzt sowas von getötet hier. Gut gemacht. Yes, Mädel, das machst du gut. Das machst du gut. Das machst du gut. So, ich finde es zwar ein bisschen schade jetzt an dieser Stelle. Oh, an dieser Stelle, dass ich dann doch jetzt eher hier auf meine anderen Pokémon verzichte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da müsste ich dann wieder ein bisschen nachleveln. Und darauf habe ich irgendwie keinen Bock gehabt. Ich wollte jetzt dieses Projekt einfach fertig aufnehmen. Das war mein Plan. Und da sind wir jetzt schon sehr, sehr nahe dran hier an dieser Stelle, ne? Was mache ich hier? Ja, einfach Nidoqueen. Unsere Hakase. Ach, Hakase! Weil jetzt können wir mal gucken, ob dieses Pokémon von Typ Fee ist oder nicht. Weil da bin ich mir so unsicher, ne? Bedroher, der kann mir mal den Hintern abwischen. Was auch immer das heißen soll. So, Matschbombe und... ja, es ist von Typ Fee. Also habe ich mich dann nicht geirrt. Ne? Es ist nicht so einfach, wenn dann im Nachhinein die Typen gewechselt werden oder so. Gut. Tja. Aber die Musik hat was jetzt hier. Wunderbar, ich wiederhole mich. Noch weiter kämpfen. Okay. Ja, kämpfen. Virus wird eingespeist. Generell dieser Gedanke, ein Virus, ne? Snuppelicat. Was willst du mit diesem Pokémon? Was willst du denn? Aber es ist auch irgendwie nachvollziehbar, dass es hier jetzt die gleichen Pokémon, gibt. Einfach weil, joa, die haben ja gerade erst begonnen, das zu testen. Und haben deswegen nur wenig Pokémon gestohlen bis jetzt. Naja, trotzdem besiegen wir sie. Die armen Pokémon, das muss man eigentlich schon sagen. Ne? Sie werden gezwungen, ne? Die ganze Zeit. Alter, Alter. Dr. Xerus, darf ich dir in die Eier schlagen? Hör mal, Esprit kann immer noch weitermachen. Oder bist du zu erschöpft? Solange Esprit den von mir entwickelten Anzug trägt, wird weder ihr Körper noch ihr Geist müde. Ihre Kraft ist grenzenlos. Los, kämpfe, kämpfe gegen Esprit. Miau. Was? Tja, bis hierhin und nicht weiter. Was? Wer seid ihr? Und was wollt ihr hier?
lausche, ist ein Psycho-Pokémon. Es ist also nicht verwunderlich, dass es Mattia, zu der es eine tiefe Bindung hat, finden kann. Ihr könnt doch nicht einfach so hier einbrechen. Das ist gegen das Gesetz, ihr Kriminellen. Sagt genau der Richtige. Im Grunde hast du ja recht, aber wir sind nicht eingebrochen, sondern haben ganz normal den Fahrstuhl genommen. Ist eigentlich immer noch, ne? Ist eigentlich immer noch einbrechen. Sebi ist mein Partner, an dem mir viel liegt. Mir geht's schon gut, Alter. Wenn er in Not ist, eile ich ihm zu Hilfe. Nichts könnte ihm mich davon abhalten. Gra, gra, gra. Mich wirst du trotzdem niemals erwischen. Los, Esprit, mach sie alle fertig. Hör auf damit, Mathieu. Ja. Die Mühe könnt ihr euch sparen. Was ihr auch sagt, es ist vergeblich. Mathieu kann euch nicht hören. Die Kontrolle über den Anzug liegt nämlich in meiner Hand. Kannst du mich hören, Mathieu? Wenn du aufwachst, kannst du dich bestimmt von diesem Anzug befreien. Wach auf, wach bitte auf, Mathieu! Die Macht der Wissenschaft ist grenzenlos. Es ist ausgeschlossen, dass sie nicht hat. Miau, miau. Lauschi, bleib hier. Miau. Ne. Xeros. Du Bitch. Schau nicht so blöd. Wieso? Wieso passiert das? Wie kann das nur passieren? Na schön, du wirst es hier nicht anders. Ich stelle die Fernsteuerung auf die maximale Kraft. Mist. Warum beginne ich jetzt auch zu singen? Geh, geh und halte mit dir auf. Schon dieses Geräusch allein. Ah. Es wirkt irgendwie so, wirklich wie so eine Superpower-Helden Story, was ein bisschen merkwürdig ist, muss man an dieser Stelle schon sagen, ne? Aber trotzdem hat was. Wie schon gesagt, das ist mal was Neues, etwas anderes, was gar nicht Schlechtes, ne? Muss man an dieser Stelle dann schon sagen. So, warum greifst du jetzt speziell an mit deinem Expert und dann noch gegen mein Schneckenviech hier? Schneckendrachenviech? Na, Luftschnitt, okay. Dann ist es egal. Ich wollte schon sagen, du willst mich jetzt irgendwie nur irritieren und greifst jetzt physisch an und machst mich fertig. Aber so klug bist du anscheinend nicht. So, Expert besiegt. Was kommt jetzt noch? Calamanero. Keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Ich schicke einfach Heiko rein. Weil der sollte eigentlich mit allem fertig werden. Außer mit dem Flug-Pokémon. Achso, dieses Vieh. Okay, das ist jetzt nichts Schlimmes hier. So, Nahkampf. Schauen wir mal, ob das ausreicht. Na, gar nicht. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Und du setzt Nachthieb ein. Ja, das kann doch ziemlich Aua tun jetzt. Ja, mit dem Volltreffer wärst du jetzt hin, Heiko. Aber du bist trotzdem. Du bist so geil, du schaffst das. Tja. Und jetzt? Bitch. Okay. Ja, das Schreien brauche ich jetzt nicht. Wäre es jetzt Tag, dann würde ich schreien, aber jetzt in der Nacht nicht. Es sind keine Pokebälle mehr übrig. Hör auf zu kämpfen, Mati. Dieses Geräusch, ey. Armes Mädel.
Oh nein, Mattia, was kann ich nur tun? Fernsteuerung abschalten, Kontrolle beenden. Mattia, ist alles in Ordnung mit dir? Ich habe nur die Fernsteuerung abgeschalten. Es ist alles in Ordnung mit dir. Uah, Murmel. Ja? Oh, Herr Xeros, ist der heutige Test schon beendet? Ja, wir sind fertig. Gute Arbeit, Mathieu. Damit sind jetzt alle Tests abgeschlossen. Deine Arbeit ist beendet. Ach so, dann muss ich mir jetzt wohl wieder einen neuen Job suchen, oder? Ja. Checkt sie nicht, dass sie gerade in einem Anzug oder so drinnen ist? Ja, Nanu, was macht ihr denn alle hier? Ich hab doch niemanden verraten, dass ich hier arbeite. Sag mal mit dir, ist alles in Ordnung mit dir? Ja, mir geht's gut. Warum fragst du? Ich hab die ganze Zeit geschlafen. Meine einzige Arbeit hier war, diesen Anzug anzuziehen und darin zu schlafen. Aber sag mal, Herr Lebel, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist im Krankenhaus. Ja, nö, also, du warst schon irgendwie, ja. Mir wurde gestattet, das Krankenhaus für einen Tag zu verlassen. Und da dachte ich mir, ich sehe mal nach, wie es dir so geht. Also habe ich herausgefunden, wo du arbeitest und bin einfach spontan hergekommen. Verstehe. Ich dachte, du bist vielleicht sauer, weil ich einfach einen Job angenommen habe. Deswegen habe ich ihn dir nicht verraten. Du bist echt ein toller Detektiv. Natürlich bin ich das. Geh du doch bitte schon mal vor und kaufe was zu essen, ne? Ich habe da noch etwas mit Xeros zu besprechen. Ein Gespräch unter Erwachsenen. Okay, alles klar. Dann bis später. Silber und Flauschi, lass uns zusammen zurückgehen. Ich wollte ihn aber noch in die Eier treten. Nun denn, ich denke, wir sollten uns unterhalten, Dr. Xeros. Ja, warum nicht, Lebel? Tja. Dun, 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 dun. Reden wir nicht lange drum herum. Ich möchte das erledigt haben, bevor man dir mit dem Einkaufen fertig ist und so. Dr. Xeros, eine Sechte möchte ich ja hier wissen. Du bist derjenige, der hinter dem Verbrechen in der letzten Zeit hier steckt, nicht wahr? Das stimmt. Ich habe das Gemälde im Museum beschmiert und Trainern ihre Pokebälle gestohlen. Mit der Fernsteuerungsfunktion habe ich es Brett kontrolliert. Das war alles mein Werk. Mathieu hat die ganze Zeit über im Power Suit geschlafen, ohne etwas davon mitzubekommen. Sie hat nicht das Geringste mit dem Verbrechen zu tun. Du brauchst nicht an ihr zu zweifeln. Verstehe. Deswegen bin ich der Einzige, den du festnehmen solltest. Also gut, ich glaube, dass du die Wahrheit sagst. Mathieu ist ein liebes Mädchen. Sie ist zwar kein Genie, aber sie ist robust und gesund und hat ein reines Herz. Ein reines Herz. Die Fähigkeit, sich voll und ganz in eine Sache vertiefen zu können, ist unerlässlich, wenn man Erfolge in der Wissenschaft haben möchte. Dank Mathieu konnte ich meinen Lebenstraum erfüllen, die Entwicklung des Power Suits. Summa summarum bedeutet das, es ist nichts mehr, das ist nichts mehr gibt, was ich noch erlebt.
Ich werde keine meiner Taten bereuen, also nimm mich fest. Ich verstehe. Sobald alle Formalitäten erledigt sind, bringe ich dich auf die Polizeiwache. Das ist alles, was ich dir als Agent der internationalen Polizei zu sagen habe. Das, was folgt, sage ich dir in meiner Funktion als Matthias Vormund. Wärst du so freundlich, Matthias und mir heute einen Besuch abzustatten? Sie scheint dich sehr gern zu haben. Und sie scheint sich auf ein gemeinsames Abendessen heute zu freuen. Ich möchte ihr erst morgen die Wahrheit erzählen, damit sie heute nicht einen... dass sie heute noch einen angenehmen Tag haben kann. Dr. Xeros. Du bist töricht, Lebel, aber ich danke dir. Das ist schon irgendwie interessant hier. Ne? Weil nach allem, was der da getan hat. Ich weiß, es ist eigentlich ja nur gut gemeint jetzt für Matthias, aber trotzdem. Diesen Arsch hier. Naja. Aber Leute, ich würde jetzt sagen, das war's auch wieder von diesem Part. Und im nächsten Part würde ich sagen, mache ich Schluss. Weil ich glaube, danach kommt noch kurz was und dann war's das mit der ganzen Sache. Ja, und weil es danach nichts mehr zu erledigen gilt, war's das auch mit diesem Let's Play. Ach, es ist so weit gekommen, ey. Naja, aber Leute, das war's mit diesem Part und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Schön positiv bleiben, ne? Und macht's gut. Servus.